Leute, mit dem nächsten Gegner haben wir in der Liga noch ein kleines Hühnchen zu rufen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1, FIFA 21 natürlich und das nächste Spiel ist dann die Bayern und die spielen tatsächlich, glaube ich, zu Hause. Hinspiel haben wir 3-1 verloren und jetzt wollen wir natürlich den Bayern heute nochmal wehtun. Und Viertelfinale im Champions League sind wir weitergekommen, weil, ja. Da war Juve mit 3-1 auswärts geschlagen und dann haben wir das Rückspiel unentschieden gespielt. 2-2. Und deswegen gehen wir ins Viertelfinale. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, die Bayern. Das ist der nächste Gegner. Und jo. Das Spiel werden wir uns auf jeden Fall heute angucken, das ist ganz klar. Und ja, wie gesagt, wir haben noch eine kleine Rechnung mit den Neuen noch offen. Und deswegen gehen wir mal rein ins Match. Scheiß auf die Pressekonferenz. Auf geht's. Also auf geht's. Wir werden natürlich ein bisschen durchrotieren. Wir werden wieder ein bisschen zurückrotieren müssen. Deswegen wir wollen sie heute bezwingen. Nee. So geht's sofort los. Dieses Trainingsding, das machen wir sowieso nicht. Also meistens nicht. Ich gucke jetzt gerade. Jawohl, auf geht's. Die Stimmung könnte besser kaum sein. Man merkt einfach, das ist ein Spiel, auf das sich alle unheimlich freuen. In ein paar Minuten geht's los mit Schalke 04 gegen Bayern München. Und natürlich auch auf unserer Internetseite. Stimmt, ich bin zu Hause. Wir haben ja auswärts verloren, 3-1. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen Bayern München. Wichtige Ligapartie für beide Seiten. Wolf, beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Ja, wieder Nummer 27. Jetzt geht in die heiße Phase, den wir Meistertitel wollen wir so schnell klar machen. Ich lege mich fest, das wird ein tolles Spiel heute. Beide zuletzt mit 4 Toren in 3 Spielen. Schauen wir mal, wer diese Serie heute fortsetzt. 23. Marco Richter. Die Nummer 10. Paulinho. Die Nummer 7. Eden Hazard. Und mit der Nummer 13. Lucas Alario! So. Na dann! Da haben wir die Anfangsposition des Schalker. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, na, aber offensiv durchrotiert ist. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. David raus, also da ist rotiert, Kalajdzic und auch Arnold draußen. Und mal gucken, ob wir diesmal die Mannschaft, die Bayern nicht verschlagen können. Wir haben eine kleine Rechnung offen, die Juve haben wir so beglichen und die Bayern soll heute fallen. Erstmal überreicht Marco Richter gegen Galliot. Ah! Zweikampf. Gut dazwischen gegangen. Ja, versuchen es. Der Ball kommt hoch. Gnabry. Und er schießt. Der Abwehrspieler hat den Ball. Klar, mit viel Glück dabei. Ja. Er holt sich vorne den Ball. Ja, zwei noch nicht. Weil du nur Ball gespielt. Also Ball durchzustecken, ja, weniger auch. Ich dachte schon.
Super Ball von Neuer. Kein Problem. Haku. Paulinho, wenn er durchgekriegt hätte, wäre ich da durchgemassiert. Aktuell wird immer wieder über Cesar Azpilicueta geredet, denn er hatte die Gerüchte mittlerweile bestätigt. Er setzt sich durch und jetzt können es was werden. Jetzt können sie den Ball klären. Glück gehabt. Der ist noch heiß. Klasse Aktion, Ball ist weg. Der marschiert da. Erstmal Regler Baku. Paulinho, 17. Minute. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er. Hier nochmal dieser Treffer. Auf jeden Fall schon mal die Führung. Das ist ganz, ganz wichtig. Nummer 23. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Das habe ich ja auf jeden Fall gegen so volle Tür, wenn ich aufs Spiel bei Haller wieder rankomme. Deswegen habe ich jetzt wieder ein bisschen reingenommen. Ah, mit viel Glück Kimmich. Marco Richter. Richter gegen Dallot, da dreht er sich einmal durch. Klasse Chance jetzt. Er kann abwehren, aber der Ball weiter. Und dann mit dem. Mit der Parade, ja. Gabriel Jesus. Gnabry. Gnabry bei Verlust. Und das könnte Vorteil geben. In den freien Raum. Vorteil gewesen. Hallo. 2-0, 26. Scheint bisher die kleinere Nummer zu glücken. Aber wie gesagt, immer noch eine Stunde zu viel. Ja, da hat er die Situation. Schöner Ball von Paulinho hier. Der Ballverlust von Kimmich. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Dann da konnten sie ihn nicht mehr fassen. Passte Paulinho, kann den Ball erobern, durchstecken und Alario verwandeln. So, hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Emerson Leite de Sousa. Coman ist das jetzt. Da mit viel Übersicht. Recht jetzt am Emerson. Gefährliche Szene. Und da war die Bayern und genau das ist. Verletzt. Das war Jesus. Genau das meine ich. Nochmal der Blick auf aber das war auch schön gespielt der Bayern. Jetzt Emerson. Und dann ist es klasse gemacht. Das war wirklich das rausgespielt. Aus kurzer Distanz. Lässt er den Keeper keine Chance. 2-1, hier ist noch alles drin. Unaufhaltsam. Wieder Richter, der viel Betrieb über seine rechte Seite macht. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Und viel, viel Glück, dass die Bayern jetzt hier nicht schon drei wieder hinten liegen, weil Richter da immer wieder auf seiner Seite mal durchmarschieren kann. Emerson Leite de Sousa. Coman. Ah, Coman, der hat für viel Power. Der muss jetzt Geiger ein bisschen die Dauer geben. Jetzt könnte nur noch der Torwart vor sich. Oh ja. Vielleicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Ja. Eigentlich haben es Ferran Torres. Nicht Ferran, schon Pau Torres natürlich. Dein erstes Fazit kurz vor der Pause. Ja, die Bayern müssen mehr machen, aber die Schalker agieren sehr, sehr clever, liegen hier knapp vorne und das ist nicht unverdient. Und jetzt der Ballverlust der Bayern Vorwärtsbewegung. Der ist zu weit. Ah, der Richter vielleicht sogar selber vielleicht mal gehen können. Schön gemacht. Lazza. Paulinho. Schöne Aktion. Klasse gespielt, guter Steilpass. Und dann ist es dann doch Marco Richter. Wir kommen mal mit. Das ist 3-1 vor der Pause. Da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen.
Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Da hat er sich abgeschlossen und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Ja, da haben wir gar nicht hin. Also, 5 Vorlagen, ein Tor gemacht. Eiskalt. Ich denke mal, der Mann der erste Hälfte sollte eigentlich ziemlich klar sein. Und Richter belohnt sich. Er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Hatte man mal wieder Probleme verursacht. Und jetzt passt es dann nochmal in der 16. Sektor. Mittlerweile für ihn. Also, drei Wochen, die wir haben getroffen, Paulinho, Alario und Richter. Und dann ist Pause 3-1 der Pause. Es gab einige Torraumszenen, darf gerne so weitergehen. Kingsley Coman heute nicht wirklich überzeugend. Wirkliche Gefahr strahlt er heute nicht. Ja, der Mann wieder, hat aber ein bisschen was gemacht, auf jeden Fall, Coman. Also die ausgeglichene Statistik, aber die Schalke haben ihre Chancen genutzt. Mal gucken, wie es in der zweiten Halbzeit geht. Auf in den zweiten Durchgang. Die Bayern sehen sich in dieser Partie bislang einem Rückstand gegenüber. Also ich denke mal, das wird doch eine ordentliche zweite Halbzeit werden. Mal gucken. Kimmich. Die Bayern im Vorwärtsgang. Ah. Gabriel Jesus. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. Sie verlieren den Ball. Ballverlust da. Emerson Leite de Sousa. Er passt gut auf und hat den Ball. Und jetzt gib ihm auf Hazard. Jetzt vielleicht zum Konter. Hazard gegen Sanchez. Da kommt der Konter. Hazard geht nach innen. Guter Konter. Aber die Bayern stellen ihn. Rodrigo Betancourt. Gerüchteweise könnte sich ein Transfer anbahnen. Bouchy war ja zuletzt immer wieder Thema in den Medien. Gibt aber nichts Offizielles bisher. Ja, Ballverlust ist auf jeden Fall da für die Schalker. Die Schalker übrigens. Ah, da muss mehr kommen vom Verteidiger. Die Bayern mit dem Ballverlust. Geht da voll in diesen. Jetzt haben wir es erstmal. Hazard gegen Emerson. Da ist er jetzt erstmal vorbei. Ballbesitz ist Schalke in diesem Spiel das deutlich schwächere Team. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz. Spielen unheimlich effektiv. Rausgekommen ist diese Führung. Und das gibt absolut Ecke. Gibt einen Eckball. Jetzt muss er hier neue Impulse setzen. Sie liegen hinten und er versucht es. Er geht auch nur sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Griezmann. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Jetzt vielleicht mal die Bayern. Jetzt die Bayern mal. Ist das der Anschlusstreffer? Weil Willi. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Das war ganz, ganz wichtig, weil da wird uns dadurch gewesen. Das ist die Gnabry raus. Setzen, insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Er blockt die Hereingabe ab. Ja, Flanke geblockt von Baku. Das heißt Ecke Bayern. 71. Minute. Ecke kommt von Kimmich. Klasse Aktion. Super Kopfball, aber noch besser gehalten. Latza. Hier sehen wir die Erfahrung in der Bundesliga eingeblendet für den FC Schalke. Dann geht es auswärts. Und der Ball weggespitzelt vor Hazard. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Und es gibt Abschluss. Der Einwurf könnte ihm jetzt eine Chance einbringen. Natürlich Einwurf. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Und dann wird es eben Hazard 4-1. Entschuldigung. Der Einwurf provoziert und dann selber abgeschlossen seinen Kopfball. Und auch Hazard trifft mal wieder. Ist ja doch schon Tor Nummer 10. Dieser Treffer, da ist die Flanke und das ist einfach Flanke von Latza. Exzellenter Kopfball. Absolut, das ist wieder von der 41 vom FC Bayern. Von der 40. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ja, Tor Nummer 10. Das Resultat ist doch. So, dann können wir jetzt auch noch mal ein bisschen durchwechseln.
So, dann wechseln wir mal ein bisschen durch in der Offensive, also die Dreierreihe vorne. Ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Emerson Leite de Sousa. Der kommende Gegner von Bayern München wird uns hier angezeigt, Buschi. Es geht gegen den ersten FC Köln im nächsten Match in der Bundesliga. Und das dürfte eine offene Angelegenheit werden. Und Eden Hazard. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt so, Tavario nochmal. Das gibt doch mal Freistoß. Das dürfte gelb geben. Wahrscheinlich gelb für die 18. Pau ist das, also verrückt. Nee, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt gelb. Und jetzt muss der Spieler natürlich aufpassen. So, bringt er den Freistoß direkt. Das ist eine erhebliche Distanz. Klasse Zuspiel. Ist abseits. Abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Okay, was? Marco Reus verliert den Ball. 3 Minuten sind es noch. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Jetzt nochmal die Bayern. Ball für Sané. Gibt abseits. Da läuft er einen Moment zu früh. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Könnte was werden. Guter Pass. Gefährliche Szene. Das müsste. Ja, das war tatsächlich noch vorne, noch von Onana, aber das ist egal. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende 2-1. Schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Und wir holen uns die 3 Punkte in meinem Spiel. Sogar eine Addition wäre besser, aber wie gesagt, nach der Niederlage im Auswärtsspiel in München gewinnen wir jetzt zumindest mal in der Liga das Rückspiel. Das war ja deutlich. Nur das von der Saar nochmal der Kopfball. Und der Vorteil für Schalke. In den freien Raum. Jo, passt. Bin zufrieden. Wie gesagt, komplett ausgeglichene Partie eigentlich. Aber wie gesagt, die Tore machen es am Ende aus. Wenn du von 7 Chancen 4 Tore machst, bist du vorne meistens weg. So, oh, schönes Sieg oder was? Oder ist das Pokal? Naja, sehen wir uns in der nächsten Folge jedenfalls ein und dann freue ich mich, wenn ihr morgen um 18 Uhr wieder einschaltet hier bei Let's Play FIFA 21 und ja, mal gucken, wer dann unser nächster Gegner ist. Bis dahin und